Manuelsen antwortet auf die Fronts von Bushido und Bushido zieht gegen Flair vor Gericht. Wir gehen rein. Am Sonntag erschienen die ersten beiden Folgen des Elektro-Ghetto-Podcasts von Bushido und Marvin California und in Folge 2 ging es dann auch ordentlich lange um Manuelsen. So stellte Bushido hier zwar voran, keinen Streit anfangen zu wollen mit Manuelsen, um dann aber einiges rauszuhauen gegen Manuelsen, wie beispielsweise, dass das am wenigsten Nervige an Manuelsen, dessen Musik sei, man Manuelsen aber am wenigsten für Musik sehe. Oder auch, dass Manuelsen mehr Boxer als Rapper sei und Bushido hoffe und bete, dass Bösemann Manuelsen noch einmal wegklatschen werde. Gestern dann kam auch die Antwort von Manuelsen in Form einer längeren Ansage auf Instagram an Bushido. Aber erstmal. Jedes Wochenende im Club Flaschen saufen und mit Pulver auf Klo verschwinden? Stopp! Pack dir lieber mal Pulver ins Wasser. Mit Protein. Proteinpulver von Sec Plus. Egal ob Whey Connection, Whey Isolat, vegan oder nicht, bei Sec Plus ist alles am Start und mit Rap 10 gibt's auch noch 10%. Na komm. Manuelsen wandte sich gestern via Instagram an die Öffentlichkeit und sagte direkt zu Beginn, er wisse gar nicht, wieso er wieder darauf eingehe. Eigentlich hätten er und Bushido sich doch darauf geeinigt, sich gegenseitig nicht mehr zu erwähnen, weder negativ noch positiv. Bushido habe das eben jetzt aber trotzdem getan und so wolle Manuelsen mal auf ein paar Punkte eingehen. Zunächst einmal dieses Ding von wegen Manuelsen sei mehr Boxer als Rapper. Hierzu stellt Manuelsen erst einmal musikalisch sich selbst über Bushido. Bro, sind wir mal ehrlich, du würdest das bisschen Ehre, was du noch hast, verkaufen, um nur ein Zehntel so rappen zu können wie ich. Auch geht Manu dann darauf ein, dass die musikalischen Werke der letzten Jahre von Bushido ja zumindest gerüchteweise vielleicht nicht zu 100% aus Bushidos Feder stammen, sondern eben von anderen geschrieben worden sind. Und so sieht sich Manu auch in diesem Punkt musikalisch über Bushido. Liefer erstmal das musikalisch ab, was wir geliefert haben, aus eigener Hand. Dann versuche hier Musik zu beurteilen. Schaff es, einen geraden Ton zu singen. Ich küsse dein Herz. Danach rede. Ganz generell sagt Manuelsen, er wisse nicht, wieso Bushido es jetzt nicht einfach sein lassen könne. Und man würde sehen, dass es eben nicht so sei, dass Manuelsen nicht ohne Bushido könne, sondern genau andersrum. Bushido könne nicht ohne Manuelsen. Und auch grundsätzlich funktioniere der Name Manuelsen in Podcast-Überschriften ja gut. Könnte eine Anspielung auf Animus sein. Bushido hatte sich ja auch darüber lustig gemacht, dass Manuelsen gegen Bösemann im Boxring verloren hatte. Und hierzu haut Manuelsen jetzt noch das hier raus. Ich bin wenigstens Mann genug und kläre meine Sachen selber und stelle mich meinen Kontrahenten selber, okay? Wovon du dir mal eine Scheibe abschneiden könntest, weil wenn du deine Sachen selber klären würdest, ne, dann säßt doch nicht in der Situation, in der du bist. Weiter sagt er, Bushido habe 20 Jahre lang Leute unterdrückt und als es Gegenwind gegeben habe in Form einer Plastikflasche, habe er den Hinterausgang genommen und sei 2 Jahre lang mit Polizeischutz rumgelaufen. Weiter macht Manu dann, indem er sagt, es müsse Bushido heutzutage wehtun, zu realisieren, dass seine Worte nicht mehr den Impact haben würden wie damals, aber Bushido stehe nicht mehr über den Ding. Und zum Abschluss wünscht Manuelsen Bushido dann alles Gute, sagt, er habe nichts gegen Bushido und bittet Bushido, ihn doch bitte einfach in Ruhe zu lassen, denn er selber sei nicht aus auf eine Auseinandersetzung mit Bushido. Lass mich bitte einfach in Ruhe. Lass mich bitte einfach in Ruhe. Vielen Dank. Bushido wiederum reagierte nicht auf diese Antwort von Manuelsen. Da müssen wir bestimmt auf die nächste Folge des Podcasts am Sonntag warten. Doch Bushido sorgte auch anderweitig für Schlagzeilen. Und zwar für diese hier bei der Bild. Bushido will Flair-Lederjacken vernichten lassen. Vor einigen Jahren, nachdem Bushido mit Animus CCN4 rausgehauen hatte, taten sich Flair und Basultan Hengst zusammen und kündigten ebenfalls ein Carlo Cooks Nuttenalbum an. Bushido wiederum klagte damals dagegen, weil er sich als rechtmäßiger Inhaber der Rechte an der Marke Carlo Cooks Nutten sah. Das ging vor Gericht hin und her. Zwischenzeitlich verschwanden dann beispielsweise auf Initiative von Flair die Alben von Bordstein bis zur Skyline und CCN von Spotify, weil da auch Flair drauf ist und so weiter und so fort. Zwischenzeitlich hörte man dann mal, die Marke CCN würde jetzt angeblich Flair und Bushido gehören. Schlussendlich aber brachten Flair und Basultan Hengst ihr Album dann unter dem Titel Cancel Culture Nightmare raus. In der Box wiederum war aber eine Lederjacke mit dem Original Carlo Cooks Nutten Logo/Schriftzug drauf.
Und genau gegen diese Lederjacke klagt nun offenbar Bushido. Wieder geht es um Markenrechte an der Marke Carlo Cooks Nutten. Diesmal nicht für Musik, sondern eben für Bekleidung. So berichtet die Bild, Bushido habe vor dem Landgericht München Flair wegen der Lederjacke auf Unterlassung und Schadensersatz verklagt. Außerdem verlange Bushido den Rückruf der bereits vertriebenen Jacken und deren Vernichtung. Der Streitwert liege laut der Bild-Zeitung bei 125.000 Euro. Guckt man im Markenregister, gehört die Marke Carlo Cooks Nutten für Bekleidungsstücke tatsächlich, wie es da steht, Bushido. Mal sehen, was bei dem Prozess rauskommt. Flair reagierte auf den Prozess nicht weiter, allerdings auf diesen Bildartikel, denn hier steht an einer Stelle auch, in der Verhandlung lieferten sich die Rapper kein Battle vor Gericht, nur ihre Anwälte kamen. Flair ist derzeit sogar untergetaucht. Er wird per Haftbefehl gesucht, da er Gerichtskosten nicht bezahlt hatte. Flair postete diese Stelle in seiner Insta-Story und fragte, ob die bei der Bild nur noch besoffen seien. Na gut. Ansonsten warten wir mal ab. Haut rein. Hinterlasst mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Channel.